Hallo, Guido hier von blockbuilders.de und ich will euch heute zeigen, wie ihr Shiba Inu Token kaufen könnt. Shiba Inu im Prinzip eine moderne alternative Variante zu Dogecoin, was ein bisschen bessere Tokenomics hat. Und mittlerweile gibt es halt auch ein sehr aktives Trading oder einen sehr aktiven Handel um Shiba Token. Wenn ihr grundsätzlich nicht wisst, wo ihr einen Token kaufen könnt, ist immer ein guter Ort, zu coinmarketcap.com zu gehen und dann oben in die Suche den Token einzugeben, zum Beispiel Shiba. Seht ihr schon Shiba Inu und dann seht ihr hier im Preischart und ihr könnt halt hier unter Market gucken, wo Shiba gehandelt wird. Und ihr seht im Prinzip, das höchste Handelsvolumen gibt es bei Binance, gibt auch verschiedene Handelspaare. Und wenn ihr das zusammenrechnet, werden locker über 400 Millionen US-Dollar an Shiba jeden Tag bei Binance gehandelt. Das heißt, ihr habt da im Prinzip den liquidesten Marktplatz und könnt so auch gute Preise bekommen, wenn der Preis stark fällt oder stark steigt und könnt auch gut aus dem Handel wieder rauskommen, wenn ihr zum Beispiel das verkaufen wollt und bekommt da eigentlich immer faire Preise, was bei kleineren Börsen halt nicht der Fall ist. Und ihr seht vor allen Dingen, dass Shiba dann noch gegen Euro gehandelt wird. Also soweit ich weiß, ist das sogar der einzige Börsenplatz derzeit, wo Shiba gegen Euro gehandelt wird. Auf jeden Fall der einzige, wo es eine signifikante Liquidität gibt. Also werde ich euch zeigen, wie ihr das Ganze bei Binance kaufen könnt, wenn ihr noch keinen Binance-Account habt. Ich habe unten einen Link reingepackt. Wenn ihr euch mit dem Link anmeldet, könnt ihr nochmal 10% Gebühren bei Binance sparen. Alles, was ihr machen müsst, ist eine E-Mail-Adresse angeben, ein Passwort. Und dann seid ihr im Prinzip auch schon bei Binance angemeldet. Ihr müsst dann auch die E-Mail-Adresse bestätigen. Und dann könnt ihr im nächsten Schritt eigentlich schon anfangen zu handeln. Allerdings, wenn ihr gegen Euro handeln wollt und Euro-Einzahlungen machen wollt, müsst ihr euch noch verifizieren. Das Ganze macht ihr hier, klickt hier rauf. Und ich bin jetzt schon verifiziert. Ansonsten wäre hier bei Identity Verification ein Link. Da würdet ihr raufklicken, dann würdet ihr ein Bild von eurem Ausweis oder Reisepass hochladen, eure Adresse angeben und ein Bild von euch. Und dann würdet ihr innerhalb von Sekunden verifiziert werden. Das geht automatisch. Wenn das Bild nicht gut lesbar ist, muss dann nochmal manuell nachgeprüft werden. Dann würde das etwas länger dauern. Aber generell ist Binance da sehr schnell derzeit. Wenn wir das gemacht haben, wäre im Prinzip der nächste Schritt, eine Einzahlung zu machen bei Binance, um Guthaben zu haben, um Shiba kaufen zu können. Das Ganze geht zum Beispiel unter Fiat und Spot Wallet. Fiat Wallet ist im Prinzip euer Euro-Wallet oder euer halt richtiges Geld wie Australian Dollar, britische Pfund. Das wird alles als Fiat-Geld bezeichnet. Und Spot sind im Prinzip eure Kryptoguthaben, die dort gehandelt sind. Ihr könntet dann entweder Kryptoguthaben einzahlen, einfach hier auf Deposit klicken oder eben Euro. Da klickt ihr auch hier auf Deposit. Und dann seht ihr schon, ihr könnt hier Euro einzahlen. Und könnt das entweder per Überweisung machen oder per Kreditkarte, per Visa oder Mastercard. Der Unterschied ist auch klar. Wenn ihr 1000 Euro einzahlt, kommen bei der Überweisung 1000 Euro an. Außer eure Bank berechnet euch noch Gebühren, weil es halt nach England geht, das Geld. Machen manche Banken, andere machen es nicht. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, per Kreditkarte zu machen. Da kommen halt 1,8% Gebühren hinzu. Das heißt, bei 1000 Euro Einzahlung wären das 18 Euro Gebühren. Klickt ihr nur auf Weiter, gebt an, wie viel ihr einzahlen wollt und bekommt dann auch schon eine Bank, IBAN angezeigt, wo ihr das hinüberweisen könnt. Und da schickt ihr es einfach hin und dann kommt es darauf an, wenn das da ist. Also wenn ich persönlich, ich habe einen Revolut-Account, einen Revolut-Bank-Account, wenn ich damit eine Überweisung mache, ist es innerhalb von Sekunden an einem Wochentag bei Binance und wird mir innerhalb von Sekunden gutgeschrieben. Bei anderen Banken kann es anders sein, ich kann jetzt nur über meine eigene Erfahrung sprechen. Wenn ihr das dann habt, könnt ihr im Prinzip unter Fiat Wallet eure Guthaben sehen. Was wir im nächsten Schritt machen wollen, ist, wir wollen ja Shiba kaufen. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten hier auf Markets klicken und würden dann einfach sagen, okay, wir wollen Shiba kaufen. Machen wir zum Beispiel BTC Markets. Könnten das hier eingeben. Sekunde.
Shiba haben wir jetzt und dann würden wir einfach auf Trade klicken und hätten das jetzt gegen USDT, aber wir wollen natürlich Fiat nehmen, das heißt, wir wählen hier Euro aus und könnten dann hier einfach Sheep suchen und hätten im Prinzip den Markt gegen Euro, Shiba gegen Euro, hätten hier das Preischart, würden sehen, wie sich der Kurs verändert. Dabei ist eine Kerze immer eine Stunde und das könnt ihr natürlich ändern in 15 Minuten oder in 4 Stunden. Könnt ihr halt verschiedene Charts machen. Hier sehen wir das Orderbuch, hier sehen wir alle Verkauforders, alle Kauforders und wir sehen hier die letzten Trades, die stattgefunden haben. Hier oben könnt ihr generell zwischen Märkte hin und her springen. Müsst ihr mal sagen, gegen was ihr handeln wollt. Ihr könnt auch gegen Bitcoin handeln oder gegen Euro. Dann könntet ihr euch die jeweiligen Märkte suchen. Und hier seht ihr, wie gesagt, was das ist. Was ihr jetzt machen könnt, ist eine Market oder eine Limit Order. Dabei ist wichtig zu wissen, eine Market Order wird sofort ausgeführt. Ihr sagt nur, wie viel Euro ihr investieren wollt. Zum Beispiel 100% eurer Guthaben oder eben 50%, wie auch immer. Und würdet dann beiklicken und würdet sofort zum bestmöglichen Preis kaufen. Limit Order müsstet ihr noch eingeben und sagen, okay, ich will 100% meiner Guthaben investieren, wenn der Preis hier auf 600 fällt. Würde einfach buy machen. Und dann seht ihr, wird die Order hier ins Orderbuch geschrieben und bleibt so lange drinne, bis der Preis auf dieses Level sinkt. Wenn der Preis niemals auf dieses Level sinkt, würde sie auch nicht ausgeführt werden und würde für immer drin stehen bleiben. Könnte sie aber natürlich jederzeit manuell löschen. Verkaufen ist genauso. Würdet ihr einfach nur angeben, wie viel eurer Shiba ihr kaufen oder verkaufen wollt. Zum Beispiel alle und drückt dann Sell bei der Market Order. Bei der Limit Order könntet ihr wieder sagen, okay, ich möchte alle verkaufen, wenn der Preis hier zum Beispiel auf 800 steigt. Würde dann Sell klicken, dann würde die Limit Order wieder ins Orderbuch geschrieben werden und würde da drinnen bleiben, bis der Preis halt auf dieses Level steigt oder niemals ausgeführt werden, wenn der Preis nicht mehr dieses Level erreicht. Wie gesagt, ihr könnt es aber jederzeit canceln. Und das ist im Prinzip die Variante, wie ihr Shiba kaufen könnt. Kommt halt immer auf dieses Trading-Fenster. Habt ihr Kaufen und Verkaufen, Limit Market Order und könnt dann wählen, was ihr machen wollt. Wenn ihr es gekauft habt, könnt ihr einfach unter Fiat und Spot Wallet gehen und nach Shiba suchen. Hier und würdet dann eure Guthaben sehen und könntet hier auch über Trade das jederzeit natürlich wieder verkaufen über andere Märkte. Also je nachdem könntet auch das gegen Euro wieder verkaufen. Das ist im Prinzip das Wichtigste. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, nutzt gerne unten die Kommentare. Wenn ihr auch keinen Binance-Account habt, nutzt gern den Link, um nochmal 10% Gebühren zu sparen. Die liegen maximal bei 0,1% je Trade. Vielen Dank fürs Zuschauen.